So, herzlich willkommen zurück zu Neck. Und ich glaube, wir haben irgendwie doch noch einiges zu tun. Geh doch mal kaputt jetzt. Das war Made in Germany. Wow, Steuerung. Das war nicht Made in Germany. Oh, Relikte. Halt! Was ist gerade passiert? Alle Teile scheinen am richtigen Platz zu sein. Aber Sie sehen mich jetzt. Schluss mit dem Rumgeschleiche. Kapitel 12-4, -2. Das geht bestimmt kaputt. Oh, schade. Leuchtsteine, Wind, Gitter. Da. Aua. Jetzt wäre es geil, wenn ich hochgeflogen wäre und der mich nicht einfach zermalmt hätte. Typisch. Yeah, ein Roboter. Beide gucken runter, ich stehe einfach nur so da. Alter, was eine fette Truhe. Und nicht symmetrisch im Raum. Ich glaube, das geht los. Ja, wir haben alle Teile. Ja. Jawohl. Was ist das denn? Der Wandler. Wurde auch Zeit, wieder ein neues Teil. Gott, was ein Anfängerfehler. Also, das war Pro Gaming natürlich auf einem neuen Level. Gott, was war das für ein Anfängerfehler? Und du glaubst echt, so ein paar Gymnastik-Gummiteile halten mich auf, oder was? Also, ich glaube, auf den Gittern kann man nicht lange stehen. Uhuhuhu! Immer langsam. Alter. Und der tritt noch drauf. Der Schuss ging echt bis nach da hinten durch. Wow.
Mit den Granaten muss man echt aufpassen. Die haben es wohl eilig gehabt und den Fußboden vergessen. Es muss Sicherheitsvorrichtungen für die Arbeiter geben, die dieses Luftschiff gebaut haben. Aha! Levitatoren! Die helfen uns weiter. Bereit für einen Testflug? Eins, zwei, Sprung! Komm schon, Nick! Wow! Alter! Da muss man echt aufpassen jetzt. Scheiß Roboter. Ihr werdet uns nie ersetzen! What? Nein! Wie gemein. Jawohl. Ach ja, Gottes Willen. Mich würde echt mal interessieren, ob die haben die alle echt den Boden jetzt vergessen oder ist das nur. Ich meine, davon abgesehen, es wäre lustig, wenn die echt den Boden vergessen hätten. Wow, diese Levitatoren sind toll. Wer hat's erfunden? Die Schweizer. Hä? Irgendwas hat jetzt geploppt. Ah ja. Moment, da muss ich mal kurz zurückschreiben, das ist wichtig. So. Plot bestimmt gleich wieder. Weil der Dreamjax und ich, wir freuen uns endlich mal wieder GTA spielen zu können. Beziehungsweise GTA 5 online natürlich, ne? Also, was heißt GTA 5? Wir haben schon das GTA 6, wir haben schon den Prototyp. Und testen ihn schon. Weil er hat GTA 5 seinem Freund ausgeliehen. Und sage und schreibe viel. Alter! Viel zu lange nicht zurückbekommen. Ach ja. Okay, da geht's nicht lang. Boah! Glück gehabt. Ich stand schon voll in der Tür drin. Es war so klar. Es war echt so klar.
neuer Roboter. Ja, und ihr mit euren Granaten, da ist ja... Das scheiße Handy. Eieiei. Nichts macht sie. Nichts. Achso, da kann ich nicht lang. Klatscht in die Hände und schlägt da und daneben. Machen wir es mal auf die kurze Art. Das Luftschiff fliegt direkt zur Trockdomine. Victor vergeudet wirklich keine Zeit. Interessant. In ein paar Minuten werden wir über Gandahars Gebiet sein. In der Nähe der Fabrik? Nein. Ziemlich weit davon entfernt. Außer ich mache das hier. Haben Sie jetzt vor, Charlotte zu retten? Wir müssen den Schlüssel holen, sonst könnte es böse enden. Ja, natürlich. Erst Schlüssel, dann Charlotte. Na, dann beeilen wir uns, ja? Nach Ihnen, Doc. Das sieht hier so nach geht kaputt aus. Nee, bleibt heile. Hat er jetzt den Kurs geändert oder was hat er gemacht? Wie steht der denn da oben? Ich dachte gerade, hat er gebetet? Wow! Die Kameraeinstellung ist wieder mal grandios gewesen. Man hat wieder gar nichts gesehen. Ja, bei Filmsequenzen ruckelt die PS4. Tut mir echt leid. Beziehungsweise die TV-Karte. Na, mach kaputt. Hey! Oh. Wo werden die gebaut? China? Ja, ja. Wer hat's entwickelt? Der Günther. Bam. So, mal gucken, wo wir dann in der nächsten Folge hinkommen. Oh shit.